Ja. Ich kann die Big Bags darüber nicht aufladen. Die haben sie, glaube ich, auf das falsche Konto bestellt. Soll ich Ihnen mal kurz unter die Arme greifen? Geben Sie Das mir ist mal alles von der kurz den Schlüssel. Aua. Jetzt hänge ich da. So, können Sie mit dem Frontlader ran. Ich hoffe mal, dass es geht. Also hier die, was ich beim Haspeter bestellt habe, die habe ich da in den Düngesteuer aufgeladen. Das hat funktioniert. Och Also nee. hier die. Haben Sie hier vorwärts, rückwärts an? Ausmachen. Ja, hab schon. Dann ja mal kurz. Ups. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht sogar vorher aufklappen müssen. Aufgeklappt. Nee, ist alles zugeklappt. Die Maschine an sich. Aber warten Sie. Was ist denn da los? Ach so, Moment. So. Ah, ich weiß warum. Ja. Vielleicht müssen Sie hier sogar ne. Gute Frage. Geht's denn, wenn Sie jetzt die Taste drücken? Nee, da geht's auch nicht. Ist aber schlecht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich habe ich falsch bestellt. Sicher? Die haben sie mir bestellt. Ja, aber von Ihrem Konto oder meinem? Sieht man das nicht, wenn man dran steht? Wo steht das dran? Ja, stimmt, haben Sie recht, ist vom Getreidebauern. Aber normal müsste jemand. Ah, warte mal. Jetzt. Dann mache ich Ihnen Was? das mal kurz. Ist doof gelaufen. Da habe ich auch noch ein Bippe. Dann lade ich Ihnen die anderen zwei noch auf. Ach, der hat den Dünger gar nicht voll genommen. Zum Glück habe ich letztes Jahr meinen Führerschein für einen Anhänger gemacht. Ne, ist schon 2 Jahre her. Ups, hab deinen Schwader mitgenommen. Ist aber ein ewig langes Leider Teil hier. LKW hat leider keine Fronthydraulik. Ja. Die haben den Hans vorher verhaftet, hast du das mitgekriegt? Ja, in dem Auto da. Ja, aber weißt du, was da passiert ist? Ja, bist nicht du mit dem Auto gefahren? Nein. Ich? Ich habe auch einen, aber der ist schon dir grün. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt Ich habe ist. dann das Auto gesucht, aber mehr weiß ich auch nicht. Okay, Jo. komisch. Gut. So, dann kann ich schon mal ansehen fahren. Jo, mach das mal. Bis denn, gell? Jo, bis dann. Tschö. Tschüss. Warum haben die jetzt den Hans-Peter verhaftet? Ne, ich kaufe mir mal jetzt noch den Ladewagen. Moment, ich hätte aber gern den hier in John Deere mit Gelb, natürlich in John Deere. Felgenfarbe auch in Gelb. Mit
Arona LP. Bim, bim. So. Ich vermute jetzt nur, dass das LU. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich habe vorhin gesehen, dass der Herr Cortez, glaube ich, einen Ladewagen gekauft hat. Ja, das ist richtig. Ist der zufällig gerade schon bei uns am Feld oder bei mir am Feld? Ja. Okay, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass ich keinen Auftrag erteilt habe, das Stroh abzufahren. Nee, das hat er auch falsch verstanden. Okay, nicht, dass ich dafür dann zahlen muss und dann heißt. Nein, nein, nein. Er fährt nur ihren Anhänger gerade ins Silo, weil der Anhänger voll ist. Ah ja, okay. Ja, das gerne ins Silo. Ja. Okay, gut, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Dann hole ich mir hier meinen Ladewagen. Muss mal wieder aussteigen. Ups. Oder? Nee, N müssen wir drücken. So. Na, das ist doch eine schicke Kombination hier. Schön mit John Deere Ladewagen. Sehr schön. Gut. Dann mache ich mir mal auf den Weg zu meinem Feld. Dass man da auch ein bisschen mit der Landwirtschaft vorwärts kommt. Ja, vielleicht schaffe ich es noch, eine Ladung Stroh einzufahren heute. Hä? Was war denn jetzt los? Hat der jetzt plötzlich so geschoben? Ob das jetzt gleich nochmal passiert, aber ich hoffe mal nicht. Ich muss sagen, der Johnny zieht schon gut hier die Straße hoch. Das läuft auf jeden Fall. Der hat ordentlich Wumms unter der Haube. Aber irgendwas schiebt hier. Ich weiß nicht, ob es der Anhänger ist.
Hallo. Hallo. Und wie läuft's? Gut. Gut, hört sich immer gut an. Das Korn läuft. Wie viele Liter haben wir schon? Also ich habe jetzt einen vollen weggebracht und jetzt haben wir hier 56% drin. Okay. Herr Neumann? Ja? Können Sie mal kurz rauskommen, dann können wir über den Preis reden. Kann vielleicht Ihr Mitarbeiter fertig fahren. Fahr mal weiter, weiterfahren. Nikolas. Ja. Was sagen Sie eigentlich zu meinem neuen Anhänger? Vom Designer Varuna LP? Ja, das auch. Aber die Farbgebung ist doch perfekt, oder? John Deere. Johnny, genau. Ist zwar ein bisschen doof mit der Bezeichnung Tigo als John Deere, aber es sieht heftig aus. Die Kombination ist nice. Das auf jeden Fall. So, Preis. Ich würde gerne nämlich den Preis vorher verhandeln, bevor wir hier in die Geschäfte eintauchen. Ja. Was machen wir denn? Der Nikolas ist gleich fertig mit dem Feld. Da sind wir. Echt, seid ihr schon durch? Was? Seid ihr schon durch? Oh, tatsächlich. Ja, also. Wo stehst du denn überhaupt? Ah, hier. Bin gerade am gucken. Sagen wir mal, 2 Stunden waren wir dabei. Also heute noch mit der Stundenzahl und jetzt und dann nächste Woche wahrscheinlich mit den Hektar. Achso, ja, okay, sag mal an. 2600. 2,6. Okay. 2,6. Das passt. Okay. Und Moment, muss gerade noch was aufschreiben. 2600. Inklus Steuer oder Exklus Steuer? Ach so, oh, nee. Habe ich nicht mitberechnet. Moment. Ja, dann schicke ich dir 3000 für das Ding und dann hast du da die Steuer mit drin. Es wären dann 300 Steuer. Ja. Ja, das. 3000 Inklu überweise ich dir direkt, dann hat sich das erledigt. Neumann. Wo bin ich denn? Ja, passt. Okay, gut. Und jetzt, was machen wir für Preis, Stroh und Dings da? Auf 1000 Liter hätte ich gerne ein Angebot von dir. Auf 1000 Liter. Muss ich gleich mal gucken. Hat dein Mitarbeiter das in Silo abgekippt? Ja. In Mainz? In Iris, ja. Hm, Mist. Okay. Ja. Also für ich mache jetzt Weizen, erstmal für Weizen. Mhm. 750 pro 1000 Liter. 57. 57, ja. Jo, passt. Und Stroh. Nein, muss mir gerade mal aufschreiben. 57 Weizen. Ja, Stroh kriegst du fast nichts. Aber ich glaube, du brauchst welches, oder? Ja, 100 pro. Brauchst du Stroh überhaupt? Ja, eigentlich ja. Für? Oh, nicht. Mischfutter? Mischfutter ist
wurde noch nicht angeliefert. Ja. Eigentlich brauchst du es nicht. Weil da drüben ist der Zeitlich. Viehhändler, dann verkaufe ich es da gleich. Ja, okay. Okay. Machen wir 57 für den Weizen, der passt. Jetzt muss ich nur mal kurz telefonieren. Bin gleich wieder da. Jo. Hallo. Hallo, Herr Schneider. Können Sie mal ganz kurz bitte in Ihr Silo gucken? Wie sie Haben Sie zufällig 31.000 Liter Weizen drin? müsste ich mal schauen. Nein. Also. Sicher? Ja. Okay. Also im Silo bei dir ist nichts. Ne? Okay. Gut. Dann danke erstmal. Okay. Tschö. Tschüss. Ein und drei. Ja. Wie gesagt, zu Beginn haben wir schon gesagt, wir spielen hier auf einer Beta-Karte. Bei mir ist leider kein Weizen im Silo. Sollte aber dort abgekippt worden sein. Vielleicht guckt das LU mal, ob das beim LU-Silo drin ist. Ja, schlecht. Nicht mehr einkippen, bitte. Herr Gottes, einfach stehen lassen. Ach so, das ist Ihr Oder Traktor, gell? Dann hängen Sie den. Ich hänge den einfach. ich schaue einmal, oder Sie schauen gleich mal, ob Sie da was rausbekommen. Vielleicht ist es nur ein Anzeigefehler. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das gucke ich gleich mal. Okay, gut. Dann danke ich recht schön. Und ich liefere Ihnen den Weizen dann am Montag nach oben. Also morgen. Jo. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, gut, ich suche meinen Weizen. Ich hoffe mal, dass ich den irgendwann finde. Auch erst Zapfwelle abtrennen. Das ist was, das ist was. Damit muss ich mich erst zurechtfinden. Gut, wir haben den ersten Tag hier auf der Grünfelder Land jetzt gleich um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war genug Interaktion. Ich denke, es war ein bisschen mehr wie zuletzt auf der Schwatzing, wo alles so ein bisschen eingefahren war. Mir hat es schon ein bisschen Laune gemacht, weil es ist einiges neu passiert. Und ich hoffe, wir können den Standard auch weiterhalten. Die Karte wird sich weiterentwickeln. Irgendwann kommen auch die ganzen Produktionen dazu, dass die betrieben werden. Schauen wir mal. Ich werde jetzt noch ganz schnell an den Hof fahren. Dort probieren, ob ich meinen Weizen rauskriege, weil das wäre schön. Wenn es nur ein Anzeigefehler ist. Wenn nicht, muss ich mich gleich noch auf die Suche begeben, wo mein Weizen abgeblieben ist. Wenn der natürlich jetzt komischerweise verschwunden ist, ist das natürlich doof. Aber das müssen wir jetzt gleich nochmal checken. Warum ist denn. Achso, okay. Ja, das LU war vorhin bei mir am Hof. Da ist okay, dass das Tor offen ist. LOL. Das kann doch wohl nicht sein, ey. Das ist doch nicht wahr. Ey. Verkürzt das schon. Hallo, hier ist Herr Neumann. Ey, Neumann, das kann ja nicht sein. Was hast du denn da für Mitarbeiter angestellt? Was ist denn? Der kippt mir hier den Weizen auf den Boden. Der hat mir den Weizen auf den Boden gekippt. Natürlich kann das nicht in meinem Silo sein. Ah, oh, Junge.
Schick den hierher mit einer Schaufel, dass der mir das ins Silo kippt. Ja. Eieiei, hey. Tschüss. Tschüss. Alter, ich dachte, ich spinne hier. Alter. Jetzt darf ich den Weizen erstmal wieder säubern, dass ich den verkaufen kann. Eieiei. Gibt's ja nicht. Kippt der mir den Weizen auf den Boden? Ah, da krieg ich ja Läuse, hey. Hat der mir... Nee, das kann hier nicht wahr sein, ey. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Funktioniert. Okay. Alter, das gibt's doch nicht. Gibt der mir den Weizen auf den Boden? Eieiei. Ah. Gut, aber darum kümmern wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, das LU kommt dann hier angetanzt und räumt den Schmuh weg. Weil ich werde es nicht tun. Das müssen die schön sauber machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Warte, ich pack noch schnell ein. So. Abstellen. Und tschüss.